Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask Tutorial-Reihe hier. Was wir heute machen wollen, ist eigentlich relativ einfach. Wir wollen eigene Fehlermeldungen ausgeben, damit der Benutzer vielleicht auch, wenn er immer JSON erwartet, kann er mit einem plötzlichen HTML-Fehler, der normalerweise ausgegeben wird, einfach nichts anfangen. Das heißt, was wir uns noch ganz kurz hier angucken wollen, ist folgendes. Wie sieht ein normaler Fehler aus? Sieht so aus. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal hier die Index aufgerufen, wobei Index natürlich eigentlich da zu finden ist. Aber ja, wenn man das hier aufruft, dann bekommt man ganz wie erwartet hier ein Not Found zurück. Und wenn wir uns jetzt hier den Source Code angucken, sehen wir hier, dass das stinknormales HTML ist. Wir haben hier einen Title 404 Not Found, 404 Not Found. Wir haben hier eine Überschrift Not Found und einen Paragraphen hier drin. Und das ist natürlich doof, wenn jetzt hier unser Client zum Beispiel immer JSON-Format erwartet oder sowas. Deswegen gibt es da Möglichkeiten, wie man sozusagen eigene Fehlermeldungen ausgeben kann. Zum Beispiel, wenn was erwartet nicht gefunden wird oder sowas, dann kann man das benutzen. Ja, und dazu gehen wir hier nochmal in unseren Code rein. Und was wir als erstes mal brauchen ist, wir benutzen Import-Werkzeug. Ich finde den Namen immer wundervoll. Und wir importieren hier auch noch unter Flask JSONify. Dazu werde ich wahrscheinlich nochmal ein eigenes Video machen. Damit kann man JSON aus eben solchen Anfragen zurückgeben oder für solche Anfragen zurückgeben. Ist wunderbar mit Flask kompatibel, deswegen gibt es da auch eine eigene Library dafür. Und ja, jetzt brauchen wir hier eigentlich nur noch ein relativ simples Code-Stück und das kriegen wir unter app.errorhandler. Achtung, nicht den mit dem Bodenstrich, sondern den ohne Bodenstrich. Der ist sozusagen unser Decorator, den wir hier brauchen, wenn wir einen Fehler verwerten wollen. Und das machen wir, naja, wir geben natürlich in der Klammer noch an, welchen Fehler wir verwerten wollen. Das heißt, Werkzeug.exception ups, wird bei mir tatsächlich nicht gefunden, funktioniert trotzdem. Ich weiß nicht, wieso das immer nicht als nicht gefunden gilt. Und dann können wir hier zum Beispiel sagen, bad request oder not found, ups, oder. Also ihr könnt euch da überlegen, was ihr benutzen wollt. Das ist also sozusagen der Fehler, den ihr eben verwerten wollt. Und ja, dann können wir eben hier Folgendes machen. Wir handeln jetzt diesen Fehler, das heißt, not found, Klammer, Klammer. Und Achtung, wir bekommen hier immer einen Fehler E mit, der uns sozusagen angibt, was wir da drin haben wollen. Also sozusagen die Fehlermeldung, der Fehlercode, solche Sachen stehen in E drin. Und was wir jetzt machen ist, wir gucken uns einfach mal genau an, was in E drin steht, denn wir wollen jetzt einfach mal Folgendes machen. Wir geben hier zurück return JSONify von, so, Achtung, wir geben als Fehler ist gleich den String von unserem Fehler zurück und wir geben den E.code zurück, also den Fehlercode sozusagen. Damit bekommen wir gleichzeitig noch die richtige Statusmeldung. Das heißt, wir können weiterhin sagen, hier HTTP-Code ist nicht irgendwie plötzlich hat es doch funktioniert, sondern es ist immer noch ein 404. Das machen wir mit diesem E.code hier hinten. Und hier kriegen wir eben den Fehler als JSON-String zurück, falls eben unsere Applikation das irgendwie erwartet. Und ja, jetzt habe ich natürlich das Ganze abgeschossen, weil ich währenddessen hier gearbeitet habe. Ach, auf einmal. Ja, das ist das Problem, wenn man hier immer gelb erwartet, weil bei mir funktioniert auch Exceptions nicht, aber das S hinten dran muss da rein. Und dann sehen wir, funktioniert das Ganze auch. Also hier Exceptions und da kann man sich recht leicht vertippen, wenn man keine Autovervollständigung hat. Sorry dafür. Und ja, wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann sehen wir hier plötzlich, haben wir das Ganze als wunderbares JSON-Format. Wir haben hier Error 404 found, the requested URL was not found on the server if you have entered, bla 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 bla. Also ganz normal als JSON, aber trotzdem eben hier für unsere Webseite. Und so könnt ihr sozusagen ein gängiges Format erzeugen oder auch eigene Fehlermeldungen. Also ihr müsst ja hier nicht den Fehler als JSON zurückgeben. Ihr könnt auch, ihr könnt auch zurückgeben, diddly do. Und dann habt ihr eben das hier da stehen. Also ja, ihr könnt sozusagen machen, was ihr wollt mit diesen Fehlern. Und dann je nachdem eben behandeln. Und ja, das soll es auch erstmal für heute gewesen sein. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.